Hallöchen, Doc Will. Ich habe einmal eine Frage an euch. Yeah, das ist unser Name gesagt. Großartig. Ich habe einmal eine Frage an euch und wenn ihr sie mit Ja beantworten wollt, dann jubelt ihr einfach. Liest hier irgendjemand gerne? Also Bücher, nicht irgendwie Fernsehzeitschriften oder Autos. Das ist schön. Bei mir ist es auch so, ich habe gerade als Kind sehr, sehr gerne gelesen und was sollte ich gerne gelesen haben, außer die Harry Potter Reihe? Und so einfach kriegt man euch. Das war schön und es gab einen Grund, warum ich gerne die Harry Potter Bücher gelesen habe. Und zwar, es gab ja diese vier Häuser. Und es gab gerade ein Haus, das hat mich angesprochen, das hat mich berührt und ich wollte unbedingt an diese Schule, ich wollte unbedingt in dieses Haus rein und davon handelt der Text. Viel Spaß. Bist du ein Zauberlehrling, voller Tatendrang? Schaust du dir Nacht für Nacht im Kreaturenbuch die Arten an? Bist du Tag für Tag nur am Trainieren für Quidditch-Meisterschaft, trimagische Turniere? Findest du Strebsamkeit und Ehrgeiz? Sehr nice. Bist du der, der immer mehr weiß? Und ist Zauberei die einzige Sache, die um dein Herz kreist? Bist du aufgrund deiner Power beliebt, weil es keinen besseren Zauberer gibt, sind deine Charaktereigenschaften? Mut, Intelligenz und auch Kraft? Nein? Dann bist du ein Hufflepuff. Yay! Noch einer tritt unserer großen Familie bei. Los, komm rein und quartier dich ein. Du kannst dir sicher sein, dass wir uns tierisch freuen, dass du jetzt zu uns gehörst. Also lass mich dich ein bisschen rumführen und für ein bisschen Klarheit sorgen, was es heißt, ein Hufflepuff zu sein. Wir sind ein kleiner, toleranter Verein. Und egal, wer du bist, wir lassen dich rein. Hier sind alle Zauberkinder. Ob ihre Eltern Muggel oder Zauberer sind, sehr herzlich willkommen. Sind die Plätze in deinen Häusern auch schwer zu bekommen, so wird sich bei uns auf andere Werte besonnen. Wir sind treu, herzlich und fleißig. Und sagst du, wir sind das beste Haus, dann sag ich du, das weiß ich. Doch es gibt leider auch Neider, die uns heitere Hufflepuffs nicht leiden können und keinen Bock haben, uns hier eine gute Zeit zu gönnen. Da muss man dann an den Schulklowänden solche Witze lesen. Neville Longbottom wäre bei uns hip gewesen. Und dann diese fiesen Transparente beim Quidditch, ja. Schönen Dank. Da steht dann, unser Sucher hätte Höhenangst. Und unsere Treiber hätten Höhenangst. Und unser Hüter hätte Höhenangst. Und das ganze Team hätte sowieso Höhenangst. Und ja, ja, das stimmt verdammt. Aber jetzt mal ehrlich, Quidditch ist gefährlich. Ich meine, mit Besen in schwindelerregende Höhen zu schweben und da dann jeden Gegner zu treten, ist doch dämlich. Aber trotzdem nennen sie uns die Beschränkten. Sie sagen, dass wir etwas langsam in der Birne wären und scheinbar krampfhaft gegen unsere Gehirne wären. Doch die Vorurteile stimmen nicht. Wir sind nicht alles Lappen hier. Die Farben Schwarz-Gelb, der Dachs ist unser Wappentier. Und dass unter den Farben Schwarz und Gelb mal ein Haufen grenzdebiler Vollidioten zusammengekommen ist, nur um Haufen Scheiße zu bauen, das ist ja noch nie vorgekommen. Also, es kann uns aber egal sein, was die anderen sagen, weil wir ja einander haben. Wir haben vielleicht nicht so viel Coolness, Style und Swag, doch tragen das Herz am rechten Flag. Wir haben das Herz am rechten Flag. Madame Pomfrey, mein Herz ist weg! Ich hab da... Ach, links? Rechten Flag! Unser kollektives Lieblingsfach heißt Kräuterkunde. Davon versäumen wir keine Stunde und du fragst sicherlich, warum? Na, ist doch klar. Wir sind immer krass, die Krassen, wenn wir unser selbst angebautes Gras Hufflepuffen. Ja, ganz genau. Und Zauberschach ist ja wohl mal voll der Sport. Kämpft ihr ruhig weiter gegen Ministerium und Voldemort, wir sind sicher. Und kann ich jeder Dementor, der das einfach so will, töten? Denn unsere Patronus-Zauber sind Schildkröten. Doch nenn mir mal ein Haus mit so viel Fleißarbeit. Eins, das wie wir zur Niceness neigt. Es ist wie an der Börse, der DAX steigt und steigt. Also habt ihr kein Recht, uns zu beleidigen, uns mit rhetorischen Steinen der Weisen zu steinigen. Es ist so scheiße, wenn sie uns mit einigen gemeinklingenden Äußerungen zum Weinen bringen, denn sie nennen uns Hufflepuffer, Klassenkasper. Haha, Hufflepuff, Hauptschule, du Depp, du Dummi. Doch sowas prallt von uns ab, als wären wir aus Gummi. Wisst ihr, liebe Mit-Hufflepuffs, jedes Mal, wenn ihr jetzt etwas abgestempelt werdet, denkt immer dran, es ist und bleibt ein Abgestempel, der nach spätestens dreimal Baden auch wieder abgeht.
Also lasst uns aufhören rumzustehen, als wären wir Pacificus Totalus. Als wären wir verwahrloste Normalos. Wir sind vielleicht planlos, doch auf keinen Fall harmlos. Für euch sind wir vielleicht namenlose Statisten und Nebencharaktere, doch glaubt mir, für uns ist es eine gottverdammte Ehre. Ein Haus mit Atmosphäre. Ohne Charaktere wie Harry oder Malfoy, ohne Rampensau. Das ist Hufflepuff. Ganz genau. Und wenn jetzt nicht jeder von euch Neidern verstummt, remember, Cedric Diggory war einer von uns. Vielen Dank, schönen Tag noch. Lennart Hamann! Unsere Jury ist mittlerweile schon professionell. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Ich zähle nur an. Wir kriegen die Wertung bei 1.